Bonjour, Bissom. In der Mitte von seinem Wiengebet Paul Blanc in Kinze neben Kaisersperry betete Philipp Blanc ein ganz spezielles Erlebnis. Der Winzer ist so strahlend wie seine gelbe Quatrelle, eine Form, die mit dem Wohlsinn verbunden ist. Und das ist genau, was er hier entwickelt in der Rewe mit dem Qigong. Hoppla, Geber. Philippe, was eine komische Idee für den Qigong in der Rewe zu animieren? Aber Trawat ist am besten. Siehst, die Landschaft ist wunderschön. Und wenn du Qigong machst, bist du in Kontakt mit der Landschaft, mit der Natur. Du bist ganz normal, das in der Rewe zu machen. J'expire. Vous pouvez sourire, si vous voulez. Alors maintenant, on va faire monter l'air des pieds jusqu'à la poitrine. Je pousse, j'inspire. Et là, regardez, quand j'ai lâché l'air. Ah. Der Qigong besteht aus zwei Ideogrammen, Qi und Kong. Ja. Was soll das bedeuten? Qi ist Energie oder Vitalität, Energie. Und Kong ist die Arbeit von davor. Doch man muss sie ein bisschen mehr geben. Ich wollte wissen, Philipp, wie du das gelernt hast. Zuerst habe ich es in Japan gesagt. Die Leute haben so Sachen gemacht, am Morgen, am 6. Ich habe mitgemacht und habe mich besser gefühlt. Dann bin ich im Elsass zurückgekommen und ich habe einen Professor gefunden von Thailand. Und das macht jetzt 20 Jahre, dass ich jetzt Qigong mache. Und es macht mir richtig viel gut. Knie immer flexibel so? Ja, so schön. Und jetzt drückst du auf die Knie. Mhm. Regarde le ciel. Ah. Ich habe es mit älteren Leuten gemacht. Meine älteste Person war 105 Jahre alt. Charles, was denkst du noch von dieser Erfahrung? Ja, das ist eine neue Erfahrung. Ich habe das noch nie gemacht. Aber das müsste man mehrmal machen, dass man das versteht. Ich komme aus Finnland. Ja, stimmt. Haben Sie das noch nie in Finnland gemacht? Nein. Les pieds se rejoignent et ensuite on ouvre les genoux, voyez. C'est marrant parce que c'est une discipline asiatique que vous pratiquez ici avec un professeur, un animateur alsacien. C'est drôle ça, non? C'est vraiment drôle parce que c'est lui, grâce à lui, que je me remets à ma culture de base. Vous poussez devant vous en expirant. On inspire. Et on expire. Et là, on met les mains devant soi. Terminer le mouvement. Der Qigong ist ein Mittel für Gefühle ganz anders zu erleben. Und das ist besonders ideal für die Weinprobe. Philipp, wie kann ich jetzt die Weinprobe ganz anders erleben mit dem Qigong? Es ist eine andere Geisteseinstellung. Bist locker und es ist eine Kommunion zwischen dem Körper und dem Geist. Das macht der Wein besser. Hat einen besseren Geschmack, einen größeren Geschmack. Wir schnüffeln ganz ruhig. Sind noch ein bisschen im Qigong drin, irgendwie, oder nicht? Sommelier, wenn Sie eine Weinprobe machen, machen Sie immer eine Entspannung. Santé, es gilt. Gesundheit. Gesundheitsgelder. J'aime parce qu'il y a une amplitude aussi en bouche. Il y a aussi une amplitude en bouche. Très bien. Il fait comme vous avez fait dans notre cours. Il respire. Il respire, oui, tu sens. Il y a une belle amplitude, oui. Si je finis, je vais essayer de bien moucher, bien ouvrir les gènes, sous progressif. Vous en pensez quoi, Georges? Beaucoup de longueur, beaucoup d'intensité. Beaucoup d'harmonie, ça reste longtemps en bouche, donc c'est un vin de méditation. Moi-même, je viens de Thaïlande. C'est une culture étrangère en France, mais à travers de ce vin, ça me permet de reconnecter avec ma nourriture thaï. Ça rencontre l'équilibre entre le goût piquant et la douceur de Cavus Traminer. Was macht der Wein hochklassig? Alors, das ist eine gewisse Freude. Es kommt darauf an, was du gerne hast. Es ist so wie eine Begegnung mit dir selbst. Genau. Und wenn es miteinander passt, dann hast du einen schönen Wein, einen großen Wein. Aber es ist ein großes Ereignis mit dir selbst. Also, der Qigong und die Weinprobe sind zwei hochwertige Erfahrungen, denn wir können miteinander etwas teilen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wie der Leon von Trüdersche. Genieß das Leben. Bis bald.
Ich bin der Leon Friedrich von Trüderschen, gebürtig von Trüderschen, noch immer in Trüderschen gelebt. Trüderschen ist meine Heimat. Und beruflich, was hast du gemacht? Ich habe am Computer geschafft, an der Alterskasse. Und das heutige Leben ist Retraité. Und Hobby? Montagefoto, Bäume schneiden. Und mein grosses Hobby ist hier, meine Foulée Rose, du Korsberg, wie wir alle Jahre machen. Und wie wir Geld haben, eng sammeln, für die Leute gegen den Cancer. Und das sind wir am 8. Oktober in Fessenheim-le-Bas. Bist du frech oder frech? Frech. Mit dem will ich mich ambedieren. Sind es viel? Seit ich Retraité bin, viel, viel weniger. Wo nimmst du uns mit in Ferien? In der Sancerrois, so ein Kumpel wie Winbür ist, oder ins Gebirge. Was erwartest du von der Kollektivität Européenne d'Alsace? Was ich sage, soll es am Morgen zuerst. Der Fisch oder der Gehe? Der Fisch. Da, wenn man nicht dafür ist, geht nichts voran. Und was ist Glück für dich? Leben. Leben. Und mich nicht ums viel anderes Ding zu bekümmern. Leben.